Filmausrutscher machen einfach nur Spaß. Filmfans lieben es, Schauspielern bei Patzern zuzusehen. Und wenn man bedenkt, wie sie sich selbst und ihre Kollegen zum Lachen bringen, wenn es passiert, dann lieben Schauspieler Patzer eindeutig auch. Filmemacher hingegen lieben sie vielleicht nicht ganz so sehr. Jedes Mal, wenn ein Schauspieler einen Fehler macht, verzögert das die Dreharbeiten ein wenig und Zeit ist Geld. Und hin und wieder müssen sie sich mit einem wirklich erstklassigen Patzer herumschlagen, einem Fehler, der die Produktion aufgrund von Sach- und Personenschäden viel Geld kostet. Brad Pitt erlitt bei den Dreharbeiten zu 7 eine böse Verletzung. In einer Szene, in der er seinen Verdächtigen im Regen jagen musste, rutschte er aus und schlug mit der Hand gegen eine Windschutzscheibe, wobei eine Sehne durchtrennt wurde. Regisseur David Fincher erwähnt im DVD-Kommentar des Films, dass Pitt ihm seine Wunde zeigte, die so schwer war, dass er das Weiß des Knochens sehen konnte. Fincher machte das Beste aus der misslichen Lage und schaffte es, Pitts Verletzung in die Geschichte von 7 einzubauen, indem er das Drehbuch so umschreiben ließ, dass Pitts Figur bei der Ausübung ihrer Pflicht eine Verletzung erlitt. Das kostete zusätzliche Zeit und Geld in der Produktionsplanung. Aber es war wahrscheinlich viel billiger zu erklären, warum eine der Hauptfiguren des Films plötzlich einen Gips trägt, als die Dreharbeiten so lange hinauszuzögern, bis Pitt wieder gesund ist. Dennoch wurde das Problem dadurch nicht vollständig gelöst. Wie die meisten Filme wurde 7 nicht in der richtigen Reihenfolge gedreht, sodass der Schauspieler in jeder früheren Szene, die nach Pitts Verletzung gedreht wurde, seine verletzte Hand in der Tasche oder hinter dem Rücken halten musste. Laut Drehbuchautor und Filmemacher Charlie Lyne musste das James-Bond-Abenteuer Skyfall aus dem Jahr 2012 mit einigen ungeplanten Ausgaben zurechtkommen, weil Hauptdarsteller Daniel Craig im falschen Moment ein paar Lederhandschuhe trug. Wie Lyne über Twitter erzählte und von jemandem erfuhr, der an dem Film mitarbeitete, fragte Craig den Regisseur Sam Mendes, ob er in einer bestimmten Szene ein paar Lederhandschuhe tragen dürfe. Mendes stimmte zu und die Darsteller und das Team machten sich an die Arbeit, um eine Szene zu drehen, in der ein Bösewicht Bonds Waffe entwendet, die er aber nicht abfeuern kann, weil sie einen Fingerabdruckscanner hat. Sie funktioniert nur für Bond. There's a microdermal sensor in the grip. Encoded to your palm print, so only you can fire it. Monate später im Schneideraum bemerkt ein Produktionsassistent ein Problem. Then how was Bond ever gonna fire it wearing gloves? And so silence falls across the room. Nach Abwägung der Kosten für eine Neuaufnahme der Szene entschieden die Filmemacher, dass es billiger, wenn auch immer noch recht teuer wäre, die Handschuhe für die gesamte Sequenz digital von Craigs Händen zu entfernen. If you watch the scene now, honest to God, you can see that Bond has these ridiculously pudgy hands. He has these like Mr. Blobby hands because in every single frame he was wearing these thick leather gloves that have now been painted over with Craig tone hands. Um die gerissene gesetzlose Daisy Damagoo in Quentin Tarantinos The Hateful Eight zu spielen, musste Jennifer Jason Leigh Gitarre spielen lernen. Die Schauspielerin hatte das Glück, auf der gleichen Gitarre zu lernen, die sie auch im Film spielen wird. Eine alte Martin-Gitarre aus dem 19. Jahrhundert, die das Martin Guitar Museum für den Film zur Verfügung gestellt hat. Leighs großer Moment als Gitarristin auf der Leinwand war genau geplant. Während sie spielte, sollte ihr Co-Star Kurt Russell zur Gitarre greifen. Die Szene würde geschnitten und die Martin gegen eine billigere Requisite ausgetauscht werden, die Russell zertrümmern würde, wenn die Kameras wieder liefen. Aber das passierte nicht. Stattdessen schnappte sich Russell die echte Martin von Lee und zertrümmerte sie. Give me that guitar. Music, time's over. Leigh sagte später zu Billboard, Kurt fühlte sich schrecklich. Er hatte keine Ahnung. Manchmal ist es nicht der Schauspieler, der es vermasselt, sondern das Studio, das für den Film verantwortlich ist. Und dann muss es auch noch Geld ausgeben, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Warner Brothers musste die Besetzung von Justice League im Sommer 2017 für einige wichtige Nachdrehs neu zusammenstellen. Henry Cavill, der Superman spielt, war unter denen, die angerufen wurden, aber es gab ein Problem. Er hatte sich für seine nächste Rolle im 6. Mission Impossible Film einen Schnurrbart wachsen lassen und war vertraglich verpflichtet, ihn zu behalten, bis die Dreharbeiten zu Mission Impossible 6 abgeschlossen waren. Die Visual Effects Fachleute von Justice League mussten den Schnurrbart von Superman digital entfernen. Der Effektexperte Dave Fleet erklärte gegenüber Business Insider, dass dies Millionen kosten könnte. Wir müssten ein 3D-Modell des Gesichts erstellen und dann die Hautoberfläche schattieren, damit sie realistisch aussieht. Dann müssten wir das 3D-Modell an die Bewegungen des Kopfes anpassen und möglicherweise seinen Mund neu animieren. That mustache has got to go. It makes you look like a total geek. It makes you look like a total geek. Das Superhelden-Team von Marvel ist nicht das einzige Avengers-Team in der Popkultur. Es gibt auch The Avengers, eine britische Spionage-Fernsehserie aus den 1960er Jahren. Die Verfilmung von 1998 mit Ralph Fiennes und Uma Thurman in den Hauptrollen war sowohl bei den Kritikern als auch kommerziell eine Bombe. Aber der Film machte auch wegen einer anderen Art von Detonation Schlagzeilen.
Während die Crew eine Explosion für den Film filmte, flogen ein paar Funken ab und schlugen auf dem Dach des Studios ein, wodurch ein Feuer entstand, das definitiv nicht Teil des Plans war. Ein Set im Wert von 1,6 Millionen Dollar wurde zerstört, ebenso wie die Hoffnung auf eine Fortsetzung. Never trust the weather, Sir August. Rain or shine, all is might.